Und herzlich willkommen zu Basteln mit Nilem. Ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht, was ihr als nächstes Video sehen wollt. Und ihr habt euch für Valentinstagskarten entschieden. Und dann dachte ich mir, ja, was für Valentinstagskarten möchte ich jetzt eigentlich basteln? Ich habe mir dann einfach mal meine ganzen Stanzen und auch Embossing-Folder angeschaut, die ich so besitze. Also die ich vom Action-Hide besitze. Und da ist mir dann wieder mal diese Stanze aufgefallen. Die habe ich euch ja jetzt schon bei einer meiner Valentinstags-Goodies-Tutorials gezeigt. Da haben wir so kleine Tierchen gemacht. Und ja, das passt natürlich perfekt für den Valentinstag. Und so eine Karte habe ich tatsächlich noch nicht gebastelt mit dieser Stanze. Deswegen dachte ich, wir basteln heute einfach mal diese Karte zusammen. Dann habe ich noch Embossing-Folder gefunden. Einmal diesen hier, der ist auch vom Action. Dann, das waren auch mal so alte Embossing-Folder, wo hier in der Mitte ein bisschen was dann fehlt. Dann diesen Embossing-Folder, der ist auch schon ziemlich alt. Und ja, die Stanzen habe ich jetzt tatsächlich dann doch nicht ausgestanzt, aber die sind mir halt noch aufgefallen, dass die auch ganz gut zu diesem Thema eigentlich passen würden. Aber tatsächlich ausgestanzt habe ich jetzt mit diesen drei neuen Action-Stanzen. Also die möchte ich auch noch in diesem Video verwenden. Schauen wir mal, was ich dann im Endeffekt benutze und was daraus wird. Das wollte ich euch jetzt nur vorab zeigen und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dieser Karte an. Dafür habe ich mir jetzt einfach mal alles ausgestanzt. Ich habe mir als Farbe diesen coolen violetten Ton genommen und habe mir dann schon mal diese Briefmarkenstanze hier ausgestanzt und möchte dann jetzt in dieser Größe, so wie dieser Rahmen eben ist, in einem hellblauen Papier ein Rechteck ausschneiden. Jetzt klebe ich mir das alles schön zusammen und ich finde diesen Briefmarkenrand einfach nur wunderschön, wie der jetzt aussieht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich die Karte doch etwas interaktiver gestalten möchte. Ich werde jetzt hier so kleine Brads benutzen, weil ich denke, das sieht total cool aus, wenn man da jetzt einen Brad benutzt und das dann tatsächlich bewegen kann. Ich mir nur überlegen, wo ich das haben möchte. Ich möchte das da oben haben. Dann nimmt man einfach einen Brad, macht den jetzt einmal in diesen Griff rein und setzt ein Löchlein hier mit meinem spitzen Gegenstand. Mache ich mir jetzt hier oben ein Loch rein. Und wenn ich dann das mit dem Brett befestige und das von hinten dann zuklebe, dann kann man das hoch und runter bewegen, wie einen richtigen Hebel. Ich finde das total cool. Dann, das ist ein Rest und das ist ein Rest, was wir nicht brauchen. Dann gibt es ja noch die Briefe. Und auf die Briefe können wir natürlich auch so Herzen setzen. So. Und da wäre es natürlich auch cool, wenn man sich jetzt hier so ein. Ja, wenn man sich das jetzt irgendwie so einen Schlitz macht, sodass man den Brief vielleicht von da rausnehmen kann, ne? Also da müsste man sich jetzt überlegen, ob man da so einen kleinen Mechanismus macht. Ich überlege gerade, ob ich mir hier einen Schlitz reinmache und dann den Brief reinmache, sodass man ihn
rausholen kann. Ich denke, das ist eine coole Idee und das werde ich machen. Das heißt, ich nehme jetzt meine Schneidematte und mache mir jetzt einfach nur so einen kleinen Schlitz. Und den mache ich mir auch ein bisschen breiter, damit ich mich da nicht schwer tue, den Brief reinzumachen. Genau, und wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Brief hier reinmache, so, dann machen wir den vielleicht schon ein bisschen weiter rein, so vielleicht. Dann muss es hier aber einen Stopper geben. Ich sehe gerade, hier muss ich noch mal kleben. Dann muss es jetzt aber hier einen Stopper geben, damit dieser Brief nicht reinrutschen kann oder dass er nicht ja, dass man ihn auch noch gut rausholen kann. Das heißt, dieser Stopper wird der Bereich sein, wo es eben klebt. Also das bedeutet, dass es hier festgeklebt sein muss. Und hier kleben wir aber nur außen. Genau, jetzt nehme ich den Brief wieder raus und klebe mir das fest. So, und jetzt schauen wir mal, ob das auch so funktioniert. Ja, das funktioniert. Genau, super. Den Brief klebe ich mir jetzt hier so schief rein. Schön mittig. Ups. Genau. Und da möchte ich mir auch noch was dran machen. Und zwar habe ich hier ein, schauen wir mal, was machen wir denn jetzt? Ich habe noch ein violettes Herz eigentlich. Irgendwo. Muss ich mal schnell schauen, wo mein Violett. Ich habe es leider jetzt nicht gefunden, aber es macht nichts. Ich möchte hier auf jeden Fall jetzt was reinschreiben. Dann steht hier eine kleine Botschaft und dann möchte ich hier das Herz nur oben kleben. Also quasi nur hier oben. Man könnte jetzt auch wieder diesen Tombow nehmen, sodass man das auch wieder öffnen kann. Ich glaube, das mache ich. Genau, dann haben wir jetzt hier drinnen einen Brief und hier draußen einen Brief. Ich hätte hier auch noch einen Flieger, den kann man sich irgendwie zusammenbasteln.
Ja, aber ich glaube, darauf habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust, den mir zusammen zu basteln. Ich habe aber noch ein paar Herzchen. Ein paar weiße Herzchen. Genau, die will ich mir hier unten noch hinmachen. Genau, und zum Schluss mache ich wieder meine Stempelsprüche. Also das mache ich, hebe ich mir immer für den Schluss auf. Dann überlege ich mir, was ich da noch draufstempel. Genau, dann haben wir schon die erste Karte. Hier kann man das bewegen. Hier kann man einen Brief rausnehmen und öffnen und wieder zumachen und auch hier wieder verstecken. Und dann können wir noch was Schönes dazu schreiben. Ja, die gefällt mir richtig, richtig gut, die Karte. Das ist die Karte Nummer 1. Für die nächste Karte benutzen wir diesen Embossing-Folder, den ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe, und diesen Action-Block. Der ist ja so vintage und da möchte ich mir jetzt. Dachte ich mir jetzt mal dieses Bild nehmen. Mit dem Silbernen ist mir das zu krass, aber wenn ich das jetzt mit dem Weißen hier nehme und mir dieses weiße Papier mit also etwas Vintage-mäßig einfärbe, würde das, glaube ich, ganz gut aussehen. Und dann ist dieses Pärchen hier vorne zu sehen. Ich denke, das sieht ganz gut aus auf einer Karte. Zum Einfärben habe ich Distress Ink Vintage Foto verwendet und ich möchte mir noch ein paar Akzente setzen mit meinem Inka Gold und habe dann erst einen Pinsel benutzt, der jetzt natürlich auch viel zu groß ist, der Pinsel. Aber ich muss sagen, ich habe das dann auch später mit einem dünneren Pinsel versucht und das hat auch nicht so gut funktioniert. Also es kommt immer ein bisschen raus. Also man kriegt das nicht so perfekt hin, oder zumindest ich kriege das nicht so perfekt hin. Sagen wir es mal so. Also, das ist jetzt beim Inka Gold rausgekommen. Es ist leider jetzt nicht so sauber geworden, wie ich es gern gewollt hätte. Mein Pinsel war natürlich jetzt viel zu dick, aber wenn man das jetzt so zusammen anschaut, sieht das schon so aus wie bei diesen alten Bilderrahmen, finde ich. Ich weiß noch nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ich habe es mir jetzt mal nochmal in einem Papier von diesem Block ausgestanzt und embossed und möchte das Ganze jetzt nochmal versuchen. Jetzt färbe ich mir das alles wieder mit dem Distress Ink Vintage Foto ein. Ich gehe da immer von der Außenseite rein und werde dann immer heller quasi, wenn ich in die Mitte reinkomme. Und beim Herz habe ich, glaube ich, dann auch noch ein bisschen. Nee, habe ich gar nicht Distress. Das mache ich, glaube ich, dann erst später. Dann habe ich einen ganz dünnen Pinsel verwendet und am Anfang habe ich mir noch ganz viel Mühe gegeben und fein säuberlich versucht, nicht aus dem Rand rauszukommen. Aber ich habe trotzdem immer wieder gepatzt. Und deswegen werdet ihr dann jetzt sehen, dass ich zum Schluss hin dann nur noch grob mit dem Pinsel rübergegangen bin. Also ich finde, so wie das bei mir rauskommt, kann ich es genauso auch mit den Fingern machen. Wird zum Beispiel mit den Fingern bei mir besser als wie mit dem Pinsel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir eigentlich mit den Fingern besser gefallen. Und so werde ich das jetzt auch bei nächsten Projekten handhaben. Das funktioniert bei mir nicht mit Pinseln. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr meine Ergebnisse findet. Also, ich merke gerade, dass ich das nicht fein hinkriege. Deswegen habe ich es dann zum Schluss dann überall ganz grob gemacht. Und ja, da gefällt mir definitiv das hier besser. Das nehme ich dann einfach für was anderes. Aber ich bleibe jetzt doch bei dem ersten. Da könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass das nicht so perfekt aussieht. So, dann kleben wir das mal zusammen. Alles, was hier so absteht, schneide ich mir jetzt ab.
So. Genau, das kommt jetzt auch auf ein Kartenrolling. Ich habe mich für einen alten Action-Kartenrolling entschieden. Der hat so goldene Punkte drauf. Und dann hat man hier jetzt auch noch was, was bei den Herzen rausguckt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Das wird jetzt erstmal das Ende von diesem Video sein. Ich zeige euch jetzt noch ganz schnell, was wir für Karten zusammengebastelt haben. Ich möchte nämlich ein zweites Valentinstagskartenvideo noch rausbringen, nur aus Zeitmangel, weil meine Kinder immer noch krank sind, möchte ich das jetzt für euch stückchenweise machen. Und eigentlich hätte ich diese Karten einfach gebastelt und euch in diesem Video, das jetzt als nächstes kommt, gezeigt, fertig. Aber ich dachte mir, der eine oder der andere möchte vielleicht auch wissen, wie ich da drauf gekommen bin oder wie ich überhaupt diese Karten gebastelt habe. Denn ich möchte euch auch dazu animieren, einfach mal eure Stanzen in die Hand zu nehmen, die ihr bereits habt, eure Embossing-Folder, die ihr zu Hause besitzt und auch einfach den Blog, der euch so inspiriert hat, um Valentinstagskarten zu basteln oder der euch besonders gut gefällt und damit was zu basteln. Das war eben das, was ich jetzt hier bei diesen drei Karten, die jetzt heute entstanden sind, gemacht habe. Jetzt zeige ich euch noch schnell die Karten, die sind jetzt zwar auch noch nicht richtig fertig. Also ich möchte hier auf jeden Fall noch einen schönen Spruch draufstempeln. Aber ja, aus Zeitgründen zeige ich sie euch jetzt einfach mal so. Und im nächsten Video seht ihr dann die fertigen Karten. Und ich finde, die Karte ist sehr, sehr cool geworden. Mir gefällt dieser Briefmarkenrand besonders gut. Ich spiele halt gerne auch mit diesem folierten Papier in Mischung. Also ich liebe es, das zu mischen mit foliertem Papier. Ich habe ja hier sogar einen Perlglanz-Kartenrolling verwendet. Also leider fängt die Kamera das jetzt nicht so perfekt ein. Vielleicht sieht man, ja, ich glaube, jetzt sieht man es ein bisschen besser, was ich meine. Es ist einfach nur richtig cool. Die Farbkombination gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, dann kann man den Griff hier so schön hin und her bewegen, so ein bisschen damit spielen. Den kann man auch so nach unten setzen. Und dann schaut man sich erstmal seine kleine Botschaft an. Das finde ich ja so niedlich, wie klein das ist. Und kann das wieder zukleben, hier wieder hineinlegen. Und dann kommt die eigentliche Karte. Ich finde, die Karte ist sehr, sehr schön geworden. Dann kommen wir zu den Vintage-Karten. Da interessiert mich brennend, was ihr davon haltet. Also ich finde, das ist jetzt für mich auch was Neues, mal so richtig, richtig Vintage-Karten zu basteln. Ich hatte sehr viel Spaß dabei, auch wenn ich etwas enttäuscht war, wie meine Ergebnisse geworden sind. Aber jetzt so am nächsten Tag in der Früh finde ich, es sieht gar nicht so schlecht aus, wie ich es gestern Abend gesehen habe. Bei dieser Karte möchte ich noch ein paar Sachen machen. Da könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich möchte hier noch mit Glossy Accents arbeiten, sodass das aussieht wie ein richtiges Bild, das eingerahmt ist, also was im Bilderrahmen drin ist. Und vielleicht eventuell hier noch ein paar Steinchen setzen bei diesen Herzen. Das ist so der Plan bei dieser Karte. Und dann hier vielleicht noch einen Spruch setzen. Das seht ihr dann im nächsten Video. Aber sonst finde ich, ist die Karte eigentlich echt cool geworden. Mir gefällt sie. Das ist diese Karte. Dann hatten wir ja noch eine. Und jetzt drehe ich es um, weil sonst blendet es euch nur. Dann habe ich diese Karte noch ein bisschen aufgewertet. Da habe ich ja mit dem dünnen Pinsel gearbeitet. Ihr seht es, ich bin mit einem weißen G-Liner überall noch mal reingegangen, sodass die Stellen, die so extrem, also so sieht man es vielleicht auch noch ein bisschen, so extrem verschmiert aussehen, dass ich die noch ein bisschen verändern konnte. Und ich finde, jetzt so sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe mir dann hier diesen kleinen Amor-Engel ausgesucht und ja, da würde ich wahrscheinlich auch mit Glossy Accents jetzt hier das so ein bisschen hervorheben und eventuell auch diese Herzen. Ich denke, so sieht es dann gar nicht mal so schlecht aus. Da könnte man jetzt auch einfach nur ein Wort hier so hinsetzen, mal schauen, was ich da für einen Spruch reinmache. Da bin ich mir noch nicht sicher. Und jetzt kommt die Karte, die ich umgedreht habe, weil sie sonst blendet, extrem blendet. Aber wenn ich sie so hinlege, blendet sie euch. Die finde ich ist auch richtig cool geworden. Da war ich mir nämlich nicht sicher. Also das erste Gefühl, was ich hatte, ist diesen Embossing-Folder in Silber auszustanzen oder zu embossen.
Dann, als ich die Karten angefangen habe zu basteln, dachte ich mir, ja, das passt ja doch nicht. Aber zu diesem Bild passt das. Schaut euch das mal an. Hier diese zuckersüßen zwei, die sich hier, der kleine Junge gibt jetzt dieses Valentinstagskörbchen. Ist ja eh so ein mega süßes Bild. Und dann hier mit dem silbernen Papier und dem roten Kartenrolling im Hintergrund, das greift dann nochmal hier dieses Rot auf. Und das ist so eine Mischung aus Vintage und ein bisschen modern, finde ich. Und das gefällt mir. Also ich finde, das sieht cool aus. Da müsst ihr mir mal schreiben, was ihr davon haltet. Mir gefällt es. Vielleicht kann, ja, so kann ich es euch im Ganzen zeigen, ohne dass ich euch blende. Da möchte ich auf jeden Fall die Herzen noch ein bisschen hervorheben, vielleicht auch mit Glossy Accents. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Und noch einen Spruch natürlich reinmachen. Also das zeige ich euch dann auch im nächsten Video. Im nächsten Video werden wir dann andere Karten basteln, die jeder nachbasteln kann. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall auch meine Kreativ-Falter-Tierchen benutzen, die ich passend zu diesem Thema bestellt habe. Genau, die kommen dann auch noch zum Einsatz. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich konnte euch damit jetzt schon mal ein bisschen inspirieren, vielleicht einfach mal mit den Sachen, die ihr zu Hause habt, was zu basteln. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr nicht, was ich sonst noch alles so mit Actionmaterialien und anderen Sachen bastle. Und ansonsten freue ich mich schon das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.